Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeat TV mit einem aus dem Team Pizmeat und wir schauen uns heute ein Kochvideo an. Pizmeat kocht Final Fantasy Pizza. Also Pizmeat kocht Pizza. Die war lecker. Oh, alle haben nachgekommen oder mir haben ein paar Leute geschrieben oder ich habe dann irgendwo immer gesehen, alle. Sepp wird sich irgendwann umbringen. Keiner. Sepp wird sich irgendwann umbringen. Okay. Ja, Andi hat dann auch geschrieben. Andi, also unser Cutter, hat mittlerweile auch Bedenken. Was passiert? Was ist passiert für dich? Aber sag es jetzt noch nicht, ich will es wissen. Wir haben in einem anderen Video haben wir ja schon Vorsichtsmaßnahmen, hat Sepp ja schon ergriffen. Und Christian, bitte öffne er wieder die Kommentare. Habe ich schon. Sehr gut. Dann wollen wir loslegen. Was geht ab, ihr Schnittchen? Willkommen zu Das war nach GPO oder was? Oder hast du das nochmal gemacht? Nee, nach GPO habe ich meinen Hefeteig vorbereitet. Geil. Weil der muss ja an so ewig ziehen. Ja, genau. Ja. Hier auf YouTube, wo sogar ich selber Brusthaar und ein Hawaii-Hemd trage, um mir zu sagen... Meine geilen Heute gesponsert von Squid Games, denn ich weiß nicht, ob es... Meine Haare werden lang und ich habe dann an einem Sonntag aufgenommen oder Samstag oder so. Und ich hatte keinen Bock. Man merkt, mit jeder Folge werden Peters Haare irgendwie chaotischer. Ohne Scheiß. Das habe ich dich noch nie gesehen. Außer als wir zusammen gewohnt haben. Ja doch. Und als wir damals in Hamburg bei Hardy waren. Oder also wenn wir alles Laden Sachen, wo es echt. Nee, selbst wenn wir LAN machen, kommt Peter immer erst geduscht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, doch, meistens kommt er geduscht und mit Haaren gemacht runter. Ja. Haaren habe ich jetzt bei der LAN eigentlich nicht gemacht, aber geduscht schon. Beim nächsten Pizmeat Court bin ich auch wieder geduscht. Keine aber Sache. Ohne Witz. Willst du dir nicht mal einen Schnäuzer stehen lassen? Ich finde, so ein bisschen Ansatz ist ja schon. Nein, danke. Ich voll glaube, das geil, kann ich Alter. Auch nicht. Doch, was? Nee, glaube ich nicht. Ich muss dann ja immer Photoshop machen. Was ihr mitbekommen habt, aber das Final Fantasy Remake ist raus. Schneuzer, Schmeuzer, sage ich immer. Ich verbinde Schneuzer immer mit Pornostars in den 80ern. Ja, dann machst du ja noch Magnum. Dann kommt denn endlich Teil 2 raus. Vom Remake? Ja, ich warte schon seit Ewigkeiten drauf. Und in Final Fantasy 7 kommt man, während man die Story spielt, zu einem Punkt, wo alle davon schwärmen, wie geil diese Pizza einfach ist. Und man selber bekommt gar keine. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Stream, wo ich keine Pizza bekomme. Ja, das fand ich auch unterwältigend. Lecker. Da hat man keine abkriegt. Geile Pizza. Alter, wir haben jetzt die Doppelt-Werbemarkierung gerade. Das ist jetzt Doppelt-Werbung. Darum wäre es eine Werbung. Ja. Klar, Deutsch ist voll okay. Warum nicht? Warum kriege ich denn jetzt nichts von der Midgar-Spezial auch, ab? Weil die deutschen oh Mann, ich hätte auch gern so eine... Ja, die orientieren sich halt am deutschen Nein, Sound. Nein, Fehler wurden begangen. Ja, Fenster zugemacht, finde ich gut. Die deutschen Untertitel orientieren sich halt am deutschen Sound tatsächlich und nicht am englischen. Da das kommt stimmt. Teilweise was. Also das ist halt... Das ist die Final Fantasy halt 10 gut. Experience, finde ich. Da war das auch so. Also ich finde, glaube ich, wenn du Final Fantasy 7 vorher auf Japanisch oder Englisch gespielt hast, dann ist das vielleicht komisch, aber dadurch, dass ich es zum ersten Mal gespielt habe, fand ich das voll okay. Hä? Also, aber, beim ersten also, Mal hast du es selber also vorgelesen. Meine, das war keine Sprachausgabe bei Final Fantasy VII beim okay. Ja, da, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es dann nicht gespielt. Keine Ahnung. Ja, aber das macht bei Japanisch macht das ja auch nur Sinn, wenn du Japanisch verstehst. Ja. Also, aber ansonsten kann da ja alles Synchro, stehen und du denkst ja, das wird schon. Englische Synchro ist einfach nur traumhaft. Ja, die ist echt gut. Ja, das Original wurde damals sehr kritisiert für die Synchronisation. Also das soll wirklich nicht so gut gewesen sein. Also die Übersetzung meine ich, nicht die Synchronisation. Okay. Also Deutsch und Englisch sollen damals ziemlich mies gewesen sein. Ich spiele es auf Japanisch. Okay, wir gehen wohl heute leer aus. Leider. Vielleicht bringen sie uns ja noch ein Stückchen mit raus. Will die Pizza sehen. Cool. Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt warte mal. Weißt du übrigens, wer Wedge spricht? Das ist mir auch während des Spielens aufgefallen. Badger. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Das ist der Typ in Breaking Bad. Stimmt, Badger. Der, genau. Der, einer der Freunde von Jesse ist. Der mit den Kräuselhaaren, der Große. Ja. Der alte Stoner. Konnte ich auch nicht, musste ich immer dran denken, die ganze Zeit, immer wenn ich den gehört habe. Und dann siehst du da so einen süßen, knuddeligen Typen. Ja, das hat schon gepasst, würde ich sagen. Weil ich glaube, der Typ hier, der Wedge, der smockt sich auch richtig krass einen durch. Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Weißt du, der hat auch Kifferhunger. Auch ein Stück. Pizza nährt die Seele, Leute.
Und um das zu feiern, kochen wir heute Chocobo Ciao Pizza. Und dafür benötigen wir Mehl, Pizza. Hefe, Salz, Zucker, Pilze, Tomaten, Spitzpaprika, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln, Hühnchenfleisch, Mozzarella, Ananas und allerlei Hülsungen und so weiter und so fort. Was? Nochmal, Was? Ich hab die Ananas vergessen. Also. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, vorbildlich, Peter, weil ich habe auch nur den Teig ja einen Abend vorher gemacht und ich habe halt nur die Teigzutaten gezeigt. Ah, dann war ich wohl der Einzige, der alle Zutaten gezeigt hat. Nee. Okay, wieso hat er denn Ananas so eingestellt? Ich glaube, weil er lustiger ist. Ja, das kann natürlich sein. Heute mache ich erst nur den Teig, denn er muss sehr lange ruhen. Und dafür gibt es eine ganz wichtige Zutat, die bei uns aufgrund von Corona nicht mehr gab, und zwar Hefe. Aber war gar kein immer Problem deutlich. Angeblich, weil Hefe kann man auch wohl selber machen. Und zwar mit einem Esslöffel Mehl, einem Teelöffel Zucker und 100 Milliliter Bier. Damit fangen wir nämlich jetzt an, weil danach muss das nämlich 8 Stunden stehen. Hefeweizen, ja. Hefeweizen ist wichtig. Weil sonst hast du ja keine Hefe. Was soll ich das? Jetzt bin ich gespannt. Ich wollte nämlich gerade sagen, Bier ist aber ein sehr allgemeiner Begriff. Bram holt jetzt Corona also, auf. 100 Milliliter davon. Oettinger Hefeweißbier. Hefeweißbier. Natürlich der gute richtig. Oettinger. Sehr gut, sehr gut, Bram. Klassisch. Immer die Werbung für Oettinger. Ja, sehr gut. Boah, Hefeweiß aus der Flasche. Alter. Sonst zieht sich Peter rein. Man ist sehr wirklich. Tue ich überhaupt nicht. Esslöffel Mehl und einen Teelöffel Zucker. Okay. Ganz langsam reinrieseln lassen. Ja, und das sind 100 Milliliter quasi und dem Stammhefe oder so. Das wird zugemacht. Okay, cool. Stammhefe. Dann geht's für euch in ein paar Sekunden weiter und für mich in knapp 2 Tagen. Das ist sehr schnell gemacht. Braucht man nur 3 Milliliter Wasser, Mehl, Hefe und Salz. Du hast sogar frische Hefe, holy shit. Ich habe auch frische Hefe. Tatsächlich, what the fuck? Super tatsächlich easy. War ich in 2 Edeka-Läden. Ich habe aus Angst, dass es keine Hefe gibt, hat meine Freundin Hefe mitgebracht. Und als ich dann beim Edeka war, habe ich vergessen, dass wir Hefe hatten und habe nochmal Hefe gekauft. Die hatten die aber einzeln verpackt, also ja, in dem anderen Würfeln. Edeka. Genau, da haben die selber quasi Hefe einzeln nochmal verpackt. Und du durftest nur eins mitnehmen dann immer, stand da dran. Ja. Ich durfte noch richtig hart horten. Ja, ich war irgendwann, das war vor 3 oder 4 Wochen oder sowas, da bin ich zum Kühlregal gelaufen und habe da ganze 2 Hefewürfel gesehen, habe sie alle beide mitgenommen. Scheiße, ich würde jetzt gerne irgendeinen richtig krassen Sound. Ja. Ich brauche jetzt ein Schlagzeug oder so. Ja, weil Jay ist einkaufen gegangen in Gießen, die hatten Hefe und dann auch noch zu viel. Und er hat einfach zugeschlagen. Nee, da waren nur noch 2 Stück drin. Ja, weil von mir haben sich alle gezockt. Seitdem gehört das nicht mehr. Jay war wieder der Standardzustand. Ich habe letztens noch mit meiner Mutter telefoniert und selbst in fucking Weze gibt es keine frische Hefe mehr zu kaufen. Also ich weiß frage mich, woran das liegt. Ja, frage ich mich auch. Weil die Weze gerade Hefe haben. Unglaublich. Wofür braucht man alle so backen Hefe? Brot. Ja, backen, Brot backen? Also nur für backen. Brot backen. Ja. Kuchen backen. Zunächst sieben wir das Mehl mit dem Salz und füllen es in eine Teigrührmaschine oder einen Brotbackautomaten mit Teigfunktion. Hä? Sieben? Bitte nicht verzweifeln mit bloßen Handkneten. Ja, wer der sieht Teig denn Salz? Erreicht so einfach nicht What die gewünschte fuck? Weichheit und Konsistenz. Bram und ich sind ja einfach gefickt. Wir haben beide nur so einen scheiß Handrührer. Das ist ja richtig körperliche Betätigung, hier so Teig zu machen. Machen wir das hier drin? Da stand nämlich extra in dem Rezept drin, du sollst den irgendwie, der muss selbst mit der Maschine irgendwie 15 oder 20 Minuten geknetet werden. 20 Minuten geknetet werden, ja. Das ist halt schon eine Ansage, deswegen soll man das eigentlich mit der Maschine machen. Coole Idee. Oh, da kommt ja die Hälfte wieder raus. Ah ja. Was? Ja, aber das hat so gepulvert, weißt du, die Luft war ganz weiß. Ah, lul. Achso, konnte man jetzt nicht wirklich gut. Ich hab halt so Fukuhila, wenn ich mich da so hinten vor der Seite sehe. Boah. Ich dachte, du hast den Zopf gemacht. Wurde nicht ein Zopf angekündigt? Ja. Warte doch mal. Ah, kommt noch. Du stäubst da ja lecker. Mach doch erstmal die hässliche. Da rein. Oh, shit. Oh mein Gott, wie dumm war das denn? Das wieder zurückmachen. Ich habe jetzt ungefähr, wie viel habe ich denn jetzt gespielt? 5 Stunden? 5 Stunden habe ich gespielt. Ich habe Final Fantasy 7 damals nicht gespielt. Mein erstes Final Fantasy war Final Fantasy 8. Ich habe 7 nie nachgeholt. Deswegen ist das gerade eine ganz spannende Nummer und ich finde es total gut.
Aber mal gucken, wie das so weitergeht. Okay. So, also auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass man Ökoterrorist drin hat. Hier ist es dann im Hefekonzept 100 Milliliter Wasser weniger. Nämlich 100 Milliliter Wasser. Also gehen wir auf 200 Milliliter runter. Wie viel Gramm Hefe habe ich hier eigentlich? Ja, 5 Gramm brauche ich. Ja. Wie viel sind denn wohl 5 Gramm? Deine Hefe war ja voll flüssig. Ja, genau. Deswegen nimmst du das Wasser mit und dafür nimmst du 100 Milligramm weniger Wasser im Teigrezept. Ah, okay. Jetzt habe ich dich verstanden. 40, dann sind da 20, dann sind da 10, dann sind da ungefähr 5, kommt dorthin. Oh, geil. Okay. Ja, 2,5 Gramm Hefe. Ich breche hier einfach mal so eine Ecke. Das ist auch super wenig. 2,5 Gramm. Gute Frage. Wie machen wir das denn jetzt? Moment, das geht halt nicht. Im Rezept stand auch extra bei, ja, die Hefeanzahl stimmt, weil so viele Leute offensichtlich das hinterfragt haben, weil das für frische Hefe so ein geringer Wert ist. Ja, du hast halt so einen Block und dann machst du da einen so einen Krümmel ab und das ist irgendwie. Ja. Das Ding eigenartig. Ist aber trotzdem gut also, aufgegangen, fand ich. Ja, ich wollte sagen, da kam mal einiges bei rum. Und ich fand auch, also bei gerade auch in dem Rezept stand so Pizzateig, da gibt es ja dann wahrscheinlich eine ganze Wissenschaft drum, weil es gibt ja 5 Milliarden Pizzerien allein in Düsseldorf. Und da stand irgendwie so, ja, die einen machen auch irgendwie Olivenöl mit rein, was weiß ich nicht für Sachen. Ja, und ich meine, was wir genommen haben, ist Mehl, Salz, Hefe, Wasser. Oder war fertig. Ja, völlig ausreichend. Was ist denn los? Das heißt, die Hefe kommt jetzt hier rein und wird die darin aufgelöst? 0 Gramm. Okay. Wenn da ein bisschen Wasser noch mit drin ist, tun wir ein bisschen mehr. Boah. Ja, gut riechen tut das nicht. Hefe? Nee. Ja, wir hoffen. Ein bisschen wenig vor. Das hat halt echt eklig gerochen. Aber stimmt, also so viel Flüssigkeit rühren, hättest du dann gar nicht wegnehmen müssen, weil wir die ja auflösen mussten. Das stimmt. Also das war ja dann allen flüssig. Ja, guck mal. Ich muss sagen, Final Fantasy VII Remake ist, ich hab's noch nie gespielt, den alten Teil. Und was ich jetzt schon gespielt habe, das ist einfach so ein schönes Liebhaberspiel. So eine geile Story, geile Charaktere, super Grafik, super Musik, also ich kann bisher nur gute Worte für das Spiel finden. Also falls ihr es auch damals noch nicht gespielt habt, es lohnt sich auf jeden Fall und man muss auch keinen anderen Teil irgendwie davor gespielt haben. Also es ist komplett unabhängig von allen anderen Teilen. Ja, und Scheiße. Ich glaube, jetzt ist es aufgelöst. Das hat aber echt gedauert. Ja, das war auch ein lange Klumpig. Und jetzt werden die Zutaten 20 Minuten zu einem elastisch-homogenen Teig verknetet. 20 Minuten? Aber lang. Peter und die anderen werden natürlich jetzt Glück haben, weil die ihren scheiß Thermomix und so Geschichten haben. Ich habe übrigens Trockenhefe benutzt. Das scheint meine Hefe scheint nicht relevant genug gewesen zu sein, aber für alle, ich habe Trockenhefe. Das hat man gesehen, in dem du hast so ein Beutelchen, ne? Ah, okay. Er hat gefroren. Da Jay ja das gleiche Gerät hat wie ich, ist dein Thermomix auch spazieren gegangen? Nee. Okay. Aber vielleicht bewegt er sich so minimal, aber... Ja, minimal? Ich musste alle 2 Minuten musste ich in die Küche gehen und den wieder hinstellen. Nee. Das ist bei meiner Küchenmaschine nicht so. Ich muss jetzt 20 Minuten lang dieses Ding hier benutzen. Aber dafür kann ich 3 Tonnen. Oh Gott. Und zack, rein damit. Ah. Oh mein Gott. Und jetzt kommt 300 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. Und go. Gib ihm. Oh ja. Geil. Genau, der Mixen nimmt immer nur so. Das kann man so ja auch nicht mit der Hand. Das kann man wirklich nicht mit der Hand machen. Ah. Ach du Kacke! Alter! Sag mal so, wie das ist. Okay. Man kann das auch mit der Hand machen. Nein! Noch Bram. Muss ich mal ganz kurz machen. Das hier vermischen. Ja moin! Ey, gut, dass ich so ein Ding genommen hab. Das kannst du ja kaum halten hier, den Teich. Aber wird deine Hand nicht irgendwann taub? Oh Mist! Oh nein! Nein, das ist rausgefallen! Hätte jetzt keiner erwarten können, da was rausfällt. Das hat echt so, wie Dramm das macht, ne? Also, die gleiche Problematik wie ich. Gott, Alter. Es will fliehen. Also 20 Minuten, als ob für der das Teich dann daran nicht wert. Meiner Meinung nach schon. Doch. Ich finde auch. Ich fand den auch lecker. Fand ich auf jeden Fall. Gucken, wie nachher bei Jay wird, ob er überhaupt. Da bin ich auch gespannt. 20 Minuten lang wirklich macht. Bram steckt den lieber mit dem Teig. Ey.
Und dann. Oh mein Gott! Oh fuck. Wie das, was wir machen können. Als allererstes. Hätte auch keiner mit rechnen können, wenn du dann ins Kabel hältst. Ran wird wahrscheinlich schon nach. Shit, Alter. Ah, oh, sehr guter okay. Stopp, Peter. Ich wollte den Arm wechseln, weißt du, und... What the fuck, ey. Oh, Bram, ey, das war geil, dankeschön. Uiuiui. Deswegen sag ich, man kann es auch mit der Hand machen. Oh je. Mega abgefuckt sein und sagen, ja, das reicht schon. Wir sind nicht verzweifelt mit den bloßen Händen kneten. Wieso ist das denn? Ich bin verzweifelt. Schon belastend. Oh, fuck, Alter. Wie müssen wir denn noch? 11 Minuten noch. Oh. Boah, Alter. Das ist doch wie so ein Stressball. Das müsst doch jetzt für die aber Hand 20 total Minuten so Handmassage sein. Du hast ja aber nicht noch die 9 Minuten. Also ich kann sagen, danach hat mir die Hände richtig weh. Das ist ja wie bei einer Massage. Tut richtig weh und danach wird gut. Eigentlich hast du dir was Gutes getan, Bram. Ja, das ist richtig krasse Muskeln. Ich sehe die Freude auch in deinen beide Hände sehr musst kleinen nur lange Augenschlitzen. Noch, musst du dir nur lange noch einreden, Bram. Das ist wie bei einer Massage. Herrlich. Maschinen müssen ja voll die krassen Hände gehabt haben, wenn so ein Scheiß Teig 20 Minuten massieren muss. Dankeschön. Alright, 20 Minuten sind um. Geil, wir haben es geschafft. Alter, ich habe, glaube ich, einen Tinnitus. Da sind wir wieder. Guck mal, so ist er rumgewandert, Wendler. Ich muss gestehen, also so schief stand das Ding da aber nicht, als ich weggegangen bin. Das ist eine geschmeidige Teig. So, oh, geil. 20 Minuten ist das Ding jetzt gelaufen. Das ist 45 Grad. Oh, das ist ganz schön heiß. Guck mal, das. Oh Gott, Alter, das ist voll. Das fand ich auch. Es wird warm, ja. Es ist warm. Hä? Meiner auch. Warm geworden. Durch die Energie wahrscheinlich auch, die du da reinballerst. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, tu nur gute Küche. Das ist voll warm, das ist voll heiß. Und das müssen wir jetzt in ein Tuch packen, ne? Was? Och, schade, ein Tuch packen wäre so schön gewesen, Sepp. Boah, ey, ja, aber ich glaube, da möchte jemand auch Abendessen haben. Vielleicht hat jemand das verteidigt. Ist der jetzt für da zwei? Da darf der jetzt zwei Stunden vor sich hergehen. Ja. Wir sind 2 Stunden. Alright, nach 2 Stunden ist der schon ziemlich gut aufgegangen, muss ich sagen. Ist nicht so größer geworden, als ich dachte. Oh. Ja, pass auf. Also ich habe den ganzen. Ich habe den auf dieses Brett gelegt, den Teig, und habe das Tuch direkt da drauf gelegt und der lag da die ganze Nacht. Oh. Das war nicht smart. Das war wahrscheinlich dann so, wie das bei mir gewesen wäre, wenn ich das komplett in einem Tuch reingewickelt hätte. Ja. Ach du Schande. Ja, sieht doch super aus. Ah. Ja, aber also ich habe voll die Kruste gehabt. Also der Teig ist obendrauf quasi trocken geworden. Ja. Und dadurch hat sich wie so eine leichte Haut gebildet. Und der hat komplett am Küchentuch gehabt. Also das habe ich weggeschmissen danach. Okay. Ja, der ist ja riesig geworden. WTF. Anschließend teilen wir ihn in 4 Stücke zu je 200 Gramm, die zu Kugeln geformt werden. Und die werden auch wieder abgedeckt. So, die müssen jetzt nochmal 6 Stunden ruhen. 6 Stunden später. So, wir haben jetzt Abend. Das heißt, es geht endlich los mit Fresschen. Aber vorher möchte ich noch euch eins mitteilen. Ich wollte gerade sagen, da waren vorhin nur 2 Dinger, ne? Da ist eins zugekommen. Wenn du 30 Sekunden zurückklickst. Das ist vom Tag zuvor, aber. Dann waren da aber nur 2 Boxen und nicht 3, oder? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall da nichts Analyse. Da habe ich mir schon gedacht. So. Viel schlimmer ist, dass mein Mini-Grut nicht der war drin? Reingeschnitten wird. Ja, da waren wirklich nur 2. Wenn du auf 39 springst, ja, da war der Mini-Grut und da waren nur 2. Das ist krass. Ja, wahrscheinlich vorher auf dem Küchentisch stand oder so. In 6 Stunden passiert einiges. Ja, ich hab erwischt, aber mein Grut wird da einfach nicht reingepackt. Okay, dann. Doch, warte doch. Meine Haare gehen mir derb auf den Sack. Ja? Weil er nicht rausgeschnitten wird. Mittlerweile kleine Zöpfchen. lass das jetzt auch so an. Ich frage mich, wo was Frau Eierhose sagt, wenn sie von der Arbeit wiederkommt, wenn die so rumlaufen. Pfeife ist am Start. So, während der Teig geht, kann man den Rest vorbereiten und unter anderem das Spiel durchspielen, was ich tatsächlich gerade getan habe.
Ich habe gerade den Abspann gesehen vom Final Fantasy VII Remake. Und falls ihr euch fragt, was das überhaupt mit, was die Pizza überhaupt damit zu tun hat, mehrere Links, ja. Einerseits gibt es tatsächlich in dem Spiel Pizza von der Mutter von Jesse. Dann wird Midgar mehrmals mit der Pizza verglichen, weil sie aussieht wie eine Pizza. Die Stadt, in der das Spiel spielt. Und außerdem gab es mal von Domino's in Australien eine Final Fantasy Pizza. Und da, die hatte genau die Toppings, die wir benutzen. Ja, und wir machen gerade die Tomatensauce. Dafür brauchen wir Dosentomaten. Ich liebe die von Mutti. Das Schöne ist, ich habe ein weißes T-Shirt an. Nice, genau das wollte ich gerade verhindern. Oh nein. Für die Tomatensauce einfach eine Dose Schiel-Tomaten mit viel Knoblauch. Hä? Knoblauchi? Tun wir mal. Das stand nicht im Rezept drin. Ah, deswegen war es verwirrt. Okay. 13. Dann kommen die auch noch. Wobei, wir bleiben bei 3. Ich habe keinen Knoblauch mehr. Für die Soße. Pizzatomaten, Salz und Pfeffer, Zucker, Basilikum, Oregano. Alter, da steht nichts von Knoblauch. Shit, dann mach ich jetzt. Man, das ist halt irgendwie mit. Ich habe noch Knoblauch gewürzt, glaube ich, irgendwo hier rumliegen. Aber das ist schon ewig alt. Ja. Mindestens haltbar bis 15.01.2015. Egal. Das wird nicht schlecht, Jay. Alter. Okay, Rams geht gerade richtig durch, ne? Wenn er mit dem ein Jahr Maggi schon, Alter, schon gehadert hat. Wie ein Jahr Maggi, der war auch 20 Jahre alt. Ja, das ist halt ein Gewürz. Was, ja, soll denn daran schlimm werden? Fünf Jahre abgelaufen, jetzt safe hat weggeschmissen. Das ist getrockneter Knoblauch. Wird schon. Kann einfach sein, dass der halt Geschmack verliert, oder? Das, ja, das kann halt sein. Und jetzt ab dafür. Goal. Muss man gar nicht kochen oder solche sowas. Nice. Ja, kann man machen. Hanni, möchtest du Tomatensauce probieren? Gut. Hanni approved. Jetzt haben wir die Zutaten auch hier lecker für drauf zu tun. Käse, und da kommt nämlich der erste Fail. Ich voll der hat gar keinen Pizzakäse gekauft, sondern Scheibenkäse, Butterkäse in dem Fall halt für Brot. Muss also jetzt funktionieren. Wir schneiden uns mal ein bisschen was zurecht. Ich weiß zwar noch nicht, wie viel ich brauche, aber gute glaub's. Butterkäse. Das Geheimzutat aller Italiener. Nee, definitiv nicht, deswegen sag ich ja Fail Nummer 1. Ah, da kommt noch mehr. Ich bin noch auf selbst Lernkurve mit scharfen Messern sehr gespannt, die horizontal sein sollen. Ja, okay. Das wissen wir, hat 24 Stunden gebraucht. Und hab von den ersten Malen, wo man die Zwischensquelle, wo man Nebenquests machen konnte. Was ist das für eine Paprika? Nur ganz am Ende. Das ist Spitzpaprika. Spitzpaprika, genau. Ja. Irgendwie geschmacklich anders? Außer dann, dass einfach nur ein langer Pimmel ist? Nee, ist nicht anders. Ich hatte nur irgendwas, da war ja auch, da stand ja nicht einfach Paprika drin, sondern auch irgendwas Spezielles, dachte ich mir. Ja. Nehm ich doch mal. Spanischer Pfeffer. Spanischer Pfeffer. Ja, aber genau. Also diese, genau, und der Begriff dafür war einfach Paprika. Ja, genau. Wikipedia sagt spanischer Pfeffer oder Paprika. Ja, ich wollte was Fancyes machen, deswegen habe ich eine Spitzpaprika genommen. Naja. Ah, Ende nicht mehr. Andere haben so 30 bis 35 Stunden gebraucht. Ich habe auf einfach gespielt. Oh nee, Moment. Auf einfach? Da fällt mir was ganz anderes ein. Ja, weil ich das Kämpfen nicht cool fand. Brustbraten. Ihr werdet jetzt klein geschnitten. Und irgendwie wollte das über Nacht nicht richtig auftauen. Jetzt musste ich das gerade ein bisschen Nacht? In der Mikro. Eine ganze Nacht, ja. Bis und Mittag. Das ist nicht aufgetaut? Im Kühlschrank. Krass. Ja, okay, aber normalerweise sollte trotzdem im Kühlschrank über Nacht auftauen. Ja, irgendwie, also es war noch knüppelzart. Also, und dann habe ich es. Mikrowelle mit Auftaufunktion, oder was? Ja, Auftaufunktion hat die nicht. Oh. Hallo, Salmonellen! Na gut, brennst du dann ja durch. Also da kann ja nichts passieren. Nee. Ja, ja. Hinten, dass das fresh wird, aber ich glaube, hier ist schon ein bisschen was sieht auch so durchgegangen. Fresh aus. Also, weil ich glaube, im Ofen wird das nichts. Also das steht jetzt natürlich in keinem Rezept oder so. Wir haben einfach nur eine Liste von Sachen, die da drauf kommen und dazu gehört halt Hähnchen. Aber mein Verständnis ist schon, dass das nicht roh auf die Pizza kommt, nee, sondern Pizza schon angebraten. Steht da auch im Rezept. Cool. Ah, steht doch im Rezept? Meiner stand im Rezept angebraten. Oh, würde okay. Ja Sinn machen. Also, ja, weil, also da stand ja auch drin, irgendwie die Pizza kommt nur irgendwie 5 Minuten in den Ofen und da kann ja nichts passieren. Also das geht ja nicht mit der Putenbrust. By the way, das habe ich jetzt von meiner Freundin gelernt, Sepp. Wenn du auf einem Schneidebrett mit einem Messer Hühnchen schneidest, dann solltest immer du danach dann, nicht, ein anderes Schneidebrett und ein anderes Messer oder das sauber machen. Genau. Auch wegen Salmonellen. Ich habe das alles nie ernst genommen, aber ich bin da jetzt ein bisschen
gepolt drauf, aber auch nur wieder durch die Frauen. Aber kommen natürlich. Da so schnell Salmonellen innerhalb von, keine Ahnung, 5 Minuten von Schneiden bis in die Pfanne schmeißen? Ich glaube schon. Also dieses rohe Hähnchen ist immer eine gefährliche Nummer. Also es ist ja leicht zu vermeiden, dann einfach eben abwaschen, ja, gut. Oder wir gehen sogar so weit, andere Bretter zu benutzen und für Fleisch benutzen wir ein Brett, was in die Spülmaschine kann. Aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich drehe das meistens einfach um und wasche das vorher ab. Geht halt auch. Cool. Also da, das mache ich auch nicht gerne. Oh, oh. Nicht oh zu Gott. Dir schneiden! Oh, niemals! Ja, so ist besser. Aber es blutet nicht. Oh. Ich werde abgeerntet, das Messer kann mir gar nichts mehr. So. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, ob ich nicht doch italienische Lieder kenne. Und da ist mir natürlich eingefallen, ne? Ich habe natürlich das italienischste Lied aller italienischen Lieder vergessen. Und es ist von einem dicken, bärtigen Mann gesungen. Pavarotti. Gianno Pavarotti. Ja, hat auch jemand gespielt. Du meinst Obelix. Ich vergesse, was ich tun wollte. Was? Oh nein, jetzt habe ich Obelix. Den Asterix Obelix hat doch auch gesungen von Obelix. Also ich weiß, dass das Original nicht meins, aber daher kann ich das ursprünglich. Okay. Ich meine Bud Spencer. Bleiben noch Pilze. Ah ja, stimmt, gibt's auch noch. Na, der ist auch Italiener. Gut, Obelix ist auch kein Italiener. Also Pilze. Franzose. Doch, wait, Obelix? Nee, Obelix. Was? Der ist doch von Guschini und Umberto haben den doch gemalt. Gezeichnet. Oder wie? Nein, der selber ist doch Gallia, also dementsprechend Franzose. So, ja, hast recht. Ja. Ich mag zwar Pilze, aber jetzt nicht. Ist nicht mein Favorite-Gemüse. Ist das Pilzen-Gemüse? Pilze sind fucking awesome. Auf jeden Fall finde ich Pilze cool. Also okay. Macht ihr Pilze eigentlich unter Wasser? Oder? Ich habe mich da mal eingelesen. Soll man, glaube ich, nicht. Aber ich habe da krasse Tipps für euch. Wenn ihr die Pilze direkt danach verwendet, beispielsweise indem ihr sie auf eine Pizza legt oder aber in eine Pfanne haut, ist Wasser vollkommen okay. Wenn ihr die aber beispielsweise mit Wasser absprüht und dann erst noch mal eine Zeit lang liegen lasst, beispielsweise in den Kühlschrank packt oder so, dann ist Wasser scheiße. Ah. Aber wieso schneidet man den Pilz, wenn man die nicht direkt benutzt? Nee. Ah, das vielleicht nichts mit dem Schneiden oder so zu tun. Aber es gibt ja beispielsweise auch die Situation, du kaufst Gemüse, putzt das und verstaust das dann. Das könnte ja auch theoretisch eine Option. Immer abwaschen, wenn ich weiß, ihr wisst, wie Pilze gezüchtet werden, ne? Mhm. Auf Scheiße. Ich wasche das nie ab. Und so, das ist nicht so geil. Ja, die werden halt matschig und ungeil, wenn die zu lange feucht bleiben. Deswegen wird halt häufig davon abgeraten, Wasser zu benutzen. Aber wenn du die direkt abwäscht und dann benutzt, hat das Wasser überhaupt gar keine Zeit, die Pilze ungeil zu machen. Ja. Genau, weil der Teig so kurz nur in den Ofen kommt, würde ich die Champignons einmal kurz mit anbraten. Ich sage euch, liebe Damen und Herren da draußen, Champignons kann man so essen. Damit hier die ein bisschen durch sind, langweilig. Weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so das Geilste ist. Es ist nur, dass man das ich kann. Ich habe mal was mit Ananas gemacht, wenn ich dabei war. Oder ich hatte was aus der Dose. Droh essen ich kann dran. Richtige Ananas. Oh. Ich kenne mich damit nicht so ganz aus. Ich will jetzt auch nicht die ganze Ananas zerstören. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes trenne ich dich von deinem Haupte. Was? Oh, what the fuck, Alter. Peter macht einfach die Hälfte weg. Ich hab extra von unten angefangen, weil ich mir dachte, der obere Teil bleibt frischer, wenn ich den Kopf dran lasse. Ich weiß aber nicht, ob das total unlogisch ist. Kannst du mal unten ganz gut sinnvoll dran erkennen, da wo das abgeschnitten ist, wenn die alt ist, dann ist die schon teilweise schimmelig unten. Ja, und gelb. Also du riechst es auch unten an der Ananas. Wenn du unten an der Ananas riechst und die ist süßlich, dann ist die schon on point. Also ja, das verstehe ich, aber meine Theorie war ja jetzt, hält die sich länger, wenn ich den Kopf dran lasse, oder macht das keinen Unterschied? Ach, weil du nicht die ganze Ananas direkt. Genau, ich benutze nur einen Teil von Ananas und hab den Rest jetzt über die Tage danach gegessen, immer wieder, weil es eine leckere Frucht ist. Und ich dachte mir, wenn ich den Kopf dran lasse, dann hält der Restteil länger. Ja, warum nicht? Aber ich kann mir das ehrlich gedacht nicht erklären. Ich habe mir das einfach hergeleitet, weil da kommt da Grün mehr richtige Nährstoffe drin ist. Ja, genau, genau so habe ich mir das hergeleitet. Aber ich weiß halt nicht, ob es stimmt. Kannst du bei einer Ananas auch, also weiß ich nicht, Jay, kannst du bei einer Ananas auch den Kopf abschneiden und einpflanzen? Ja. Dann könnte das kann ja sogar stimmen. Nee, da machst du doch einen Ananasbaum für. Ja, echt, für deinen Balkon. Der Balkon ist jetzt voll, ich habe jetzt einen Riesengrill da. Kann man auf jeden Fall. Ich muss mich auf jeden Fall aber einlesen, wie das geht. Ja. Der hat gut funktioniert.
Achso, die Mitte benutzt man gar nicht mit, wa? Nee. Jui. Das ist aber ganz schön kleine Ananas. Wer denn? Das ist kein Ananas-Gerät, das hat er schon mal präsentiert. Den drehst du einfach rein und ziehst du raus. Das ist wie Excalibur hier. Schmeckst du denn? Du bist nicht Speed. Echt? Du bist super Speed. Wie findest du meine neue Frisur? Geil. Boah. Wie war denn jetzt die Antwort? Hey, geil, hat sie gesagt. Also, ja, geil. Und wenn du 50 Stück kaufst, anstatt 3. Oh, ich hab das jetzt geblockt. Ist das dein Ernst? Da bist du doch 2 Zentimeter verschoben. aber ich weiß genau, wie aggressiv Andi immer uns freitags maßregelt, dass die Kamera schlecht positioniert ist und so eine Scheiße. Und dann ist die Hälfte des Steinebrettes. Ich kann halt völlig nachvollziehen. Ich habe Angst vor Andis Fury. Hass! Ja? Aber die neue Perspektive ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, ich finde die auch gut. Ist schon krass. Ich habe sie auch wieder richtig eingestellt. Ah. Ich kenne deine Küche nicht. Was schon ist anders als vorher. Was ist eigentlich neben deinem roten Brett? Da ist ja jetzt ein Gang. Neben meinem roten? Links oder ja, was? Ja, links von dir. Da ist der Flur. Das ist der Flur. Ah. Also das ist die ganze Küche quasi. Du siehst halt hinten, also dahinter direkt ist der Herd, rechts daneben der Kühlschrank und links ist halt das Waschzeug. Okay. Und filmen kannst du halt, also normalerweise schneide ich eigentlich da, wo der Soda-Stream ist, auf dem Bereich. Da kann ich aber nicht schneiden, weil das schlecht gefilmt werden kann Rücken da. Ja. Ja, richtig, das macht halt keinen Sinn. Deswegen muss ich das halt dort so in diesem kleinen engen Bereich. Ja, ich wusste nur nicht, trotzdem neidisch auf dich, weil du so einen freistehenden Bereich hast. Ich bin halt immer nur gegen die Wand. Könntest du theoretisch da neben da, wo jetzt dein Brettchen liegt, wo du meintest, da ist der Gang, kannst du da theoretisch sogar noch ein bisschen Küche hinmachen? Also würde da noch Küchenzeile hinpassen? Wo, links? Ja. Nee. Oder kommst du da nicht? Oder jetzt Richtung Kamera quasi. Ja, genau. Nee, da ist Wohnzimmer. Ah. Okay. Das ist direkt in der Küche. Guckt mal an, wie jetzt das Kamerabild steht. Das habt ihr Frau Eieruhr zu danken. Und jetzt kommen wir. Okay, war halt vollkommen in Ordnung. Okay, gucken wir mal, wie unser Teich geworden ist. Okay. Fühlt sich erstmal gut an. Oh fuck, dann versuchen wir jetzt mal daraus Pizza zu machen. Holy shit, die sind ja richtig krass aufgegangen. Die sind ja riesig geworden. Ja, ja. Holy shit. Zum Beispiel so einer, ja, der ist schon deutlich größer geworden, da ist irgendwas abgeblättert oder so, keine Ahnung. Beim Teig sollen wir eigentlich, das sind ja eigentlich 2 Portionen, also schneide ich hier einfach mal in der Mitte durch. So, normalerweise sagt man, der soll jetzt nicht mehr ausgerollt werden. Der soll im Endeffekt... Was? Soll der zur Seite... guten Pizzateig rollt man dann wohl nicht mehr aus, sondern macht das irgendwie mit den Händen oder wie auch immer, weil durch das Ausrollen zerstörst du die Struktur und die Lockerheit, die sich da drin gebildet hat. Ah, weil dann macht das wieder platt. Das steht nicht in dem Rezept drin. Nee, das steht auch nicht drin. Das ist einfach nur Vorwissen, das ich jetzt hatte. Das wusste ich. Warum liegt das dann in der Rolle? Weil ich habe das Rezept ja schon 2-mal gemacht und ich habe das dann nie hinbekommen, ohne Rollen den Teig platt hinzukriegen. Deswegen habe ich da schon mal eine Küchenrolle hingelegt. Aber ich habe es jetzt mal probiert. Küchenrolle. Kuchenrolle? Teigrolle? Nee. Teigrolle? Teigplattmacher. Ja. Das Rollending halt. Küchenrolle ist was anderes. Ja, Küchenrolle würde ich auch was anderes. Oh Mann, ey. Nudelholz. Nudelholz. Gucken mal. Ja. Ob das einigermaßen. Der zieht sich halt immer wieder zurück, die dumme Sau. Oh ja. Wie bei ihm. Ja, ist halt einfach so, dann steht da scheiße. 4 mm runterrollen. Also zumindest scheint es ganz gut zu funktionieren, das gibt dass Sinn, der sieht Teig sich, bei sich rund macht. Ja, ist auch okay. Das ist auch richtig. Ja, komm, Bläschen. Das war aber nicht der Plan. Ich hab ganz viele Bläschen gehabt, voll krass. Guck mal, die Pizzeria am Bäcker macht das auch irgendwie immer so. Das hab ich nicht gecheckt. Das sind voll viele Bläschen, wieso sind hier so viele Bläschen? Ja, weil du den Schwein jetzt nicht gezeigt. Ein rund. Ich glaube, die nehmen immer. Ja, wie machen die das? Dann wird so geschleudert. Aber dann ist ja schon, der ist schon groß. Weil wenn du mit einem Finger machst, fängt er an, sich um den Finger zu wickeln. Das ist ja doof. Das ist ja schon fast so eine Pizza hier. Also der ist sehr dünn. Geil. Aber theoretisch ist es das schon. Jedes Mal lernt man was Neues mit diesen Teigen. Deswegen können Italiener, also ist es nicht so, dass Italiener Pizza als Vorspeise essen? Ich weiß, als ich mit dem Nete mal... Italiener essen doch mehrere Gänge. Die essen doch genau. 6 Gänge. Also als wir mal in Italien waren, ich mit dem Kumpel zur Skifreizeit, da hatten wir so eine Unterkunft, wo die italienische Frau für uns gekocht hat.
Und da hat die eine Pizza gemacht, wo die sich dann irgendwie 4 Pizzen oder so reingedrückt haben, weil die halt so mega dünn war. Und da halt auch nicht so krass viel drauf war. Aber das war mega cool. Ja. Oh. Hauptsache, sie kann sich gut ausrollen lassen. Was ist da drunter? Und warum zieht sich dazu zusammen? Was ist da los? Aber guck dir das mal an, wie sich das wieder zusammenzieht. Das ist so verarsche. Ja. Aber es sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, finde ich. Guck mal, so ein ganzes Belegen. Aber sind voll gut rund geworden. Ich glaub, das, ja, selbst sieht super aus, ey. Das stimmt. Dann habe ich nicht hingekriegt. Ja, ist ja auch egal. Die richtige selbstgemachte Pizza darf nicht rund sein. Oh, shit. Da habe ich auch gesagt, also diese, die komplett rund, also die wirklich perfekt rund sind, das sind immer die Pizzen von den Lieferdiensten, die diese Fertigdinger haben. Fertigteile da benutzen, und die sind nie so geil wie die, die nicht komplett rund sind. Guck mal nochmal 3 Sekunden zurück, Peter. Muss ich die jetzt hier belegen oder wie? Hä? Ich glaube auf die Folie. Oh shit! Oh! Oh, nicht gut. Erstmal auf die Pizza husten. Problem. Die Folie hier. Backpapier. Das Backpapier. Ja, weil ich dachte, das kann da mit rein. Ach, scheiße. Hä? Aber das muss doch heiß. Aber du kannst doch das Backpapier in den Ofen tun. Nicht jedes Backpapier hält bis zu 250, 260 Grad. Unser auch nicht. Oh. Wir mussten ja 270 Grad machen und da boom, kam extra Backpapier dafür gekauft. Da kam mir so eine schwarze Wolke entgegen und ein paar Minuten länger hätte, glaube ich, das Papier auch angefangen zu brennen. Ja, ich habe es ohne Backpapier gemacht. Das Papier, also dass es nicht brennt, ist alles. Das ist nur noch Kohle. Kannst du das eben rausholen? Ja, der starke Mann. Erstmal die Schwangere. Die schwangere Frau hier. Ja. Schatz, warum hast du das jetzt nicht rausgeholt? Das verstehe ich. Weil meine Hände komplett mit klebrigem Teig waren. Ja. Und ich konnte die nicht, wenn ich in die Handschuhe reingegangen wäre, dann hätten wir die danach auch wegschmeißen können. Ich glaube, du hattest Angst davor immer. Und hast einfach deine Frau vorgeschickt. Das finde ich hart. Das finde ich wirklich hart. Das ist okay. Brand, ne? Ja, das ist jetzt ohne Witz. Ja, weiß ich. Das hat bekamst ja auch qualmend da raus. Dankeschön. Bei Kochverbot hier. Dann können wir wieder anmachen, ne? Haben wir die Bude fast abgefackelt. Einen brennenden Ofen hatte ich auch noch nicht. Also ich wenn schon. Man mal was zum Durchpausen braucht, ein bisschen Kohlepapier. Das haben wir jetzt. So, pass auf, machen wir hier mal die Soße auf. Freut sich wahrscheinlich jeder Pizzabäcker jetzt. Erstmal Dosensoße nehmen. Ach du Kacke. Ich leg's in die Mitte, von innen nach außen verteilen. Lass mal ein kleiner, geiler Klecks hier. Jo! Definition von kleiner Klecks laut Bram setzt die Erde unter eine Knie. Ist das jetzt zu viel oder ist das zu wenig? Guck dir gleich nochmal an, Christian. Bei mir, Peter, du bist der Profi. Ich find's ein bisschen viel, aber whatever, was du halt magst. Ja, ich weiß das halt nicht. Ich will halt nur versuchen, wo mein Fehler war. Ich würde sagen, die belegen wir auch. Ich sehe deine Pizza noch nicht. Mal gucken, wie der Teig. Jetzt kommt das alles da drauf. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen viel. Ich habe so viele Zutaten. Nein! Zwei Pizzen. Doch, ich fand das auch viel zu viel. Gefällt mir gar nicht. Nein! Oh mein Gott! Da kommt erst der Käse drauf! Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2. Okay, das ist bitter. Da kommt erst der Käse drauf. Immer erst der Käse drauf. Immer erst der Käse, dann der Rest. Ah. Das habe ich aber auch nicht so gemacht. Aber. Sieht eigentlich schon, also vom Aussehen her sieht die geil aus. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Das Hähnchen ist nicht angebraten, also muss es auf der Pizza fertig werden. Oh mein Gott. Fehler Nummer 2, Beute! Ey, immerhin hast du es gemerkt, das ist schon mal. Ja, gut. Das stimmt. Habe ich jetzt alles? Wobei mich schon interessiert hätte, wie die aussehen hätte nach 4 Minuten. Das ist irgendwie sehr hart, dass das funktioniert. Wir braten die kurz an, die Stückchen. Ja, die ist so mega voll, jeder Italiener, weißt du. Sich gerade machen die Spatten da. Oh, zack. Ich bin schon voll, die Pizza. So, das ist sie. Pizza Chocobo Chop. So sieht sie aus. So sieht der ganze Spaß aus. Wie versuchen wir jetzt auf unseren Pizzastein zu bekommen? Und im Momento. Wie sieht das Ding aus? Alter, ist das heiß. Guck mal, ich hab das übersprungen, weil ich keine Lauchzwiebeln hab. Okay, das hat viel besser geklappt. Hab ich mal eine Frage, Peter. Noch zu dem Pizzastein, ja? Muss der vorgeheizt werden? Ja.
Ah, das, okay, weil ich hatte mich nämlich gefragt, warum du nicht quasi Pizza auf den Pizzastein gemacht hast. Nee, der muss vorgeheizt werden. Laut den, was da bei der Packung steht, sogar eine Dreiviertelstunde. Muss der eben voll Power Backofen vorheizen. Der Pizzastein ist ja im Endeffekt doch dann dafür da, Peter, um die Pizza von unten quasi richtig knusprig so anzuwerben zu und knusprig zu machen? Okay. Genau. Was ist das für ein R2D2 da hinten im Hintergrund? Das ist ein Luftbefeuchter. Wir haben hier unfassbar trockene Luft drin. Oh. Und der kommt auch nicht dagegen an. Ich brauche wahrscheinlich 5 von den Dingern. Muss ein bisschen feuchter furzen, Peter. Ja. Das ist so krass, wenn wir Wäsche hier aufhängen. Die ist halt innerhalb kürzester Zeit ist die einfach knochentrocken. Ist kein Ding. Sehr viel besser. Bin gespannt. Zack, zack. Rein da. Timer. Go. Sehr gut. Okay. Oh Gott, könnte Peter. Gut sein. Sieht gut von außen aus. Geil. Geil. Oh, sieht ganz gut aus. Zwar nicht rund, aber sieht gut aus. Geil. Ich war jetzt sogar 5 Minuten drin. 5,5, um genau zu sein. Pizza, Pizza. Probieren. Okay. So sieht das Pizza schon aus. Die war tatsächlich jetzt doppelt so lange drin, wie sie hätte sein sollen. 4 Minuten laut Plan. Ich finde sie immer noch etwas weich. So, da ist Dann hättest du sie noch länger reintun können eigentlich. Ja. Ich habe sie auch einfach so lange drin gehabt, bis der Teig braun wurde. Ja, bis du am Rand erkennst, dass es knusprig wird. Ja. Ne? Ja. Pizza Midgard. Eigentlich sieht die ziemlich, ziemlich geil aus. Also ich muss wirklich sagen, ist das nicht Midgard? Vom Teig her gut gelungen. Ja. Also hier... Er ist der Neuling im Final Fantasy. Ist schon besser, als wenn man ausrollt. Knuspriger Rand. Und jetzt mal den Teig probieren. Geschmacklich ein sehr guter Pizzateig. Von der Konsistenz bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Der ist nicht kross. Also nur außen. Okay, probieren wir mal. Was ist denn da jetzt bei? Ananas. Okay, probieren wir es mal. Ich versuche mir mal nicht die Fresse zu verbrennen. Lauchzwiebel, Zwiebel. Oh, dann krieg ich direkt wieder Hunger drauf, ey. Boah, ja, die war echt lecker. Das ist sehr stark zu schmecken. Zwiebeln habe ich fast gar nicht geschmeckt. Die war eigentlich primär Ananas und Hühnchenfleisch geschmeckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Was geil ist. Kann man machen. Das hört sich enttäuschend an. Ich war auch enttäuscht. Also, ich war sehr traurig, ein Viertel meines geilen Pizzateiges so mit diesem Kram zu benutzen. Aber die drei danach haben wir einfach auch noch fertig gemacht und haben 4 Pizzen gesnackt. Geiler belegt. Ja. Die waren ja jetzt nicht so riesig, dünner Teig. Also ich fand, da kann man schon 2 von essen. Ich fand die Tomatensoße voll geil. Ja. Ich bin so stolz gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Sehr lecker. Bene. Interessant. Ja. Kann man essen. Aber probier. Geht klar. Ja, schmeckt lecker für eine Pizza. Aber die ist ja die Konklusion. Also kein Vergleich zu. Aber selbst ist die echt gut geworden, weil du die halt auch so festhalten kannst. Dann wäre die runtergefallen. Nee, die war komplett fest. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, die Pizza ist geil, aber den Belag finde ich dafür nicht perfekt. Da geht noch Besseres. Mehr ich würde auch sagen, weniger ist mehr. Und was gebe ich denn jetzt? Jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich gebe trotzdem 7,5 von 10, weil Teig und Tomatensauce geil ist. Ich hätte noch eine Knoblauchzehe mehr nehmen können. Kriegt von mir 7,5 von 10. Doch, der Belag ist jetzt nicht so perfekt, meinst du? Die Kombination. Oh, krank, Alter. Der Butterkäse ist kein Mozzarella, das merkst du halt auch, okay. Schmeckt super. Da würde ich doch mal sagen, gebe ich im Ganzen. Also, die schmeckt echt gut. Also muss es schon mindestens eine 8 sein. 8,5 Christians. Gib es dafür. Kriegt von mir. Na. Was ist denn das? 7 von 10. Abzüge im Rezept, weil manche Sachen da nicht richtig drin standen, meiner Meinung nach. Boah, das ist schwierig. Das ist aber heute schwierig. Ich habe noch keine 4 Minuten und kein Knoblauch. Hähnchen. Das muss ich sofort erst noch erwischen. Zeit halt doof. Scheiße, das darf ich aber nicht. Ich muss bodenständig bleiben. Also meine war deutlich länger drin, meine war über 10 drin. Meine war auch länger. Echt? Nee, meine war nicht drin. Nee, meine war exakt 6 Minuten drin. Ja, meine auch. Bleiben. Ich gebe 9 von 10. 3 bis 4 Minuten ist die Pizza fertig und kann genossen. Vielen Dank an Square und an Final Fantasy 7, die dieses Video gesponsert haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne auch ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß bei Final Fantasy 7, dem Remake, was jetzt rausgekommen ist. Ich habe es wie gesagt schon durch. Ich finde, es ist eine sehr empfehlenswerte Erfahrung. Also gönnt euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Geil. Ciao.
Ja, jetzt kommen noch so also ein bisschen Trailer-Szenen. Geil. Ich fand das, die mega lecker. Ich mag ja, die Hähnchenpizza so gerne. Teig ja. und Soße war gut. Belag hätte ich privat ja. anders belegt. Wobei genau ich sagen so. Muss, ich finde Ananas ist scheiße. Ananas ist ja immer so eine, ich habe immer so das Gefühl, so ein sozial denunzierter Zutat auf Pizzen, die aber, finde ich, persönlich doch trotzdem eigentlich ganz gut schmeckt. Oder mir geschmeckt hat. Ich finde die auch gut da drauf, aber ich finde, die überdeckt halt alles ist. Andere so krass geschmacklich. Wenn ich nicht das stimmt. Also. Du brauchst schon ja. was Konterfei bietet. Ja, genau. Da reicht Hähnchen nicht aus. Das war auf jeden Fall. Die dominiert sehr, das stimmt. War sehr schmackhaft. Und war auch lustig, sind wieder ein paar lustige Dinge passiert. und danke nochmal an Square Enix dann für Sponsoren dieses Formats. Guck mal, die kriegen jetzt sogar doppelt geil Dankeschön. Werbung quasi wegen dieses Reacts auch noch. Ja. Doppelt also ich geil. Weiß nicht, ob wir das mit reinverhandelt haben. Egal. Trotzdem vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.